Und herzlich willkommen in noch einem Tutorial von Märklin of Sweden. Das Thema heute ist Gravieren, und zwar Gravieren in Styrodur. Bis neulich habe ich so gut wie alle Mauern und Pflaster fertig gekauft. Das heißt also Bausteine, wo eine Struktur schon ab Werk eingemeißelt wurde. Das ist zwar sehr praktisch, aber die Möglichkeiten nach deinen eigenen Vorstellungen zu bauen, ja, die sind etwa gering und die Passform in deine Landschaft kann auch etwa mangelhaft sein. Ja, aber über Zeit habe ich gelernt, die eigene Gravur zu mögen. Ein neuer Horizont hat sich wirklich eröffnet, was man damit so alles machen kann. Und das, ja, das überwiegt auch den extra Zeitaufwand. So, was sagt ihr? Lass uns anfangen. In diesem Video werde ich der Verwirrung zugunsten gleichzeitig drei Gravurprojekte laufen lassen. Hier links ist eine halbrunde Stützsäule für eine lange Mauer auf der Anlage und an jedem Ende habe ich eine Holzform als Hilfe für das Ausschneiden mit dem Styrodur-Schneidegerät. Hier in der Mitte liegt der Bahnsteig für meinen Hauptbahnhof und rechts davon eine andere, etwas kleinere Plattform für ein Verladegleis. Ich fange damit an, den Bahnsteig in die passende Stärke zu schneiden. Und danach schneide ich die Säule und ich brauche wenigstens 2 Schnitte, bis ich die erwünschte Form erreicht habe. Na, nicht ganz perfekt, aber ich werde es mit Schmirgelpapier verfeinern. Meine Werkzeuge sind ein Stahlleiter, ein Messer, ein Metalllineal und ein Spezialhilfemittel, das im Selbstbau entstanden ist. Es besteht aus 1 mm starken Aluminiumblechen und ein scharfer Schraubenzieher würde ebenso gut taugen, finde ich. Hier möchte ich jede Reihe von Mauersteinen genau 6 mm hoch. So, ich markiere also mit dem Messer genau, wo die Ritze hinkommt. Ich drücke leicht mit dem Messer und lasse es einfach von Seite zu Seite gleiten. Von einer Seite auf die andere. Und für die vertikalen Linien verwende ich dann mein kleines Spezialwerkzeug. Aber wie gesagt, ein scharfer Schraubenzieher würde auch gehen. Ich versuche eine Länge von 9 mm einzuhalten, um eine stimmige Optik zu erreichen. Und obendrauf kommt dann Spachtelmasse, welche ich dann in die Fugen einarbeite. Und wenn diese Spachtelmasse trocken ist, schleife ich die Säule so mit Schmirgelpapier, damit die Steine eine nicht zu unebene Oberfläche bekommen. Die Fugen aber, die bleiben etwa körniger. Ja, und was den Bahnsteig betrifft, werde ich nur die Kanten gravieren. Die G-Schicht wird dann aus Asphalt oder Zement bestehen. Ich schneide vorsichtig eine Kante, etwa 1 mm tief,
Und dann auf Freihand graviere ich die Kernsteine mit dem Messer. So, erstmal die Kante fertig und jetzt kommt das Messer zum Einsatz noch einmal für die Kantsteine. Ja, und dieselbe Vorgehensweise mit der Spachtelmasse wird auch hier verwendet, also das Styrodur damit komplett streichen und in die Fugen eindrücken. Jo, so sieht das aus. Ja, dann geht's zur Einfärbung. Ich arbeite mit billigen Acrylfarben, hier schwarz, weiß und braun. Genauer gesagt gebrannter Ockerbraun. Ganz wichtig hier ist, dass man Wasser für die Verdünnung brauche und keine Lösungsmittel, welche dann das Styrodur schmelzen würden. Ich mische die Farben, bis ich mit dem grauen Ton zufrieden bin und dann fange ich an, die Bausteine zu streichen. So, kommt das drauf. An diesen Stützsäulen werde ich außerdem ein paar Details einbringen. Und genau wie bei meiner Felsengestaltung verwende ich gebrannter Ocker mit Rot. Erstmal Rot zusammen mit dem gebrannten Ocker. Und das hebt dann gewisse Details hervor. Danach ist Zeit für die Kontrastfarbe. Diese ist schwarz, aber nicht so verdünnt wie in meinen anderen Tutorials, sondern diese hat mehr Farbe drin. Erstmal komplett streichen alles und dann ein paar Sekunden trocknen und abtropfen lassen und danach mit dem Schwamm tupfen, bis die überflüssige Farbe weg ist. So, tupf. Ja, und so sieht das Endergebnis aus mit der Säule an ihrer Stelle auf meiner Anlage. Und hier das Verladegleis mit Plattform. So, jetzt können Sie mit Ihren eigenen Gravuren anfangen. Ich bin es mir sicher, dass es Ihnen sehr gut gelingen wird. Und wenn Ihnen das Tutorial gefallen hat und Sie noch welche sehen möchten, dann freue ich mich auf ein Abo von Ihnen und für dieses Tutorial einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Merklin of Sweden is also available on the following media platforms: mrrtutorials.com, complete video listing sorted on the topic; Facebook, here you find the latest and greatest with Merklin of Sweden, all new videos are also published here; Instagram, snapshot from the miniature world; Pinterest, links to cool miniature stuff; and Google+, here you will also find the latest and greatest as well as new video releases.